herzlich willkommen zu einem weiteren Video Virtual Rides 3, der Fahrgeschäft-Simulator. Heute beschäftigen wir uns mit dem Fahrgeschäft Shopper. Und zwar der hier. Das ist übrigens ein Sushi-Stand. Hier, die ganzen Sushi-Sachen-Dinger da. Ja. Die Leute sind ja noch ein bisschen schwer am Bezahlen. Hier war gerade gar keiner. So, dann warten wir mal. Ist ja glaube ich schon voll, ne? Kommt hier noch rein. Ah, da ist noch einer frei. Hier noch was frei. Da ist auch noch einer frei. Einer kommt. Und der hier, genau. Du musst dann leider das Ding. Ich lasse den nicht von alleine. Das ist immer noch frei. So, dann würde ich sagen, legen wir mal los hier, ne? Dann legen wir los. Das ist ja schon wieder beschissen an. Egal, los geht's. Wollen wir mal los. Warum dreht sich jetzt der Arm nicht? So. Hä? Der Arm dreht sich nicht. So. Der Boden muss ja noch runter. Komm, mach runter Boden. So, da kannst du oben erstmal schön den Ausblick genießen. Wir können ja mal ganz kurz mitfahren. Oh. Das dreht sich dann wohl ein bisschen verkehrt. Oh Gott, ist das hoch. Oh Gott. So, dann suchen wir erstmal hier andere Kameraperspektive wieder. Ja. Dann können wir mal ein bisschen loslegen. Mir mal immer verraten, warum das die Gondeln keine Ahnung, was damit los ist. Falsche Richtung.
Aha, so geht das. Na siehst du, jetzt dreht er sich doch. Jetzt drehen wir nochmal in die Richtung, also in die andere. Die Nebelmaschine haben wir auch an Bord. Sagen, dann machen wir noch eine. Dann ist jetzt hier schon die letzte Runde für diese Fahrgäste. Los. Los, 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 mach ich dann, ne? Finale! Oh, oh, oh. Finale! Oh, oh, oh. Viel Spaß, alles Gute und viel Glück! Mit so hatten wir das früher in Welche Rides 2 verstanden. Also die Zeit läuft immer noch weiter. Ja, die sind doch schlecht. Da kommt wieder der Kollege. Das möchte ich auch können. Er hält einfach nur seine Hand hier hoch und dann gehen die auf. Cool. Dann kommen wir schon den nächsten. Okay, da sind aber schon ein bisschen viele. Mal. Manche, die auch wieder rauskommen, die holen sich dann neues. Die, aber die sind jetzt die. Die saßen ja gerade drin und holen sich ein neues. War anscheinend so geil, die Fahrt. Ja, dann macht mal hin, ne? Ah, da. Hä? Und der, das war der. Schade, dass man keine Kinder sieht, die da drauf haben. So ein bisschen Nebel. Oder Attention. Manche, ich habe schon gesehen bei so einem Phasenchef, ich mache das irgendwie so komisch. Das ist ja so. Attention! Party-Alarm! Also auf jeden Fall keine Ahnung. So eine Art machen wir das. Ich weiß nicht, was das ist. Manche spielen so viele Jingles ab. Denkt man sich, kennst du auch noch was anderes? Also, manche bringen wirklich nur Jingle, das habe ich auch schon. Und manche bringen sogar dann noch die gleichen, immer die gleichen.
Also das heißt jetzt jede paar Minuten vielleicht. Nicht einmal in der Fahrt vielleicht. Dann würde ich sagen, okay, das wäre dann nicht so. Aber die machen da wirklich jede vielleicht jeder 30 bis eine Minute mehr. 30 Sekunden oder eine Minute. Das ist kein Scherz. Gibt es sowas hier überhaupt noch? Das sehe ich jetzt erst. Moment mal. Welche Sonne? Ich mache die Sonne ein bisschen höher. Mach mal wolkig. Komm. Wir wollen ja erst die Sonne sehen, das war jetzt ein bisschen rum. Hallo? Mist, da sind trotzdem nur Wolken. Egal, Wolke. Nur wolkig. Oh, 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 da sieht schon ein Ring aus. Komm, wir können so ein Gewitter haben. Achso, habe ich ja schon mal gezeigt mit dem Gewitter. Ah, alles gut. Oder leichter Regen. Starker Regen. Und E-Witter. Der wird noch dunkler. Ne, hier wollen wir, ne? So. Ach, keine Zeit mehr für irgendeinen Blödsinn. Dann gehen wir mal wieder los hier. Kollege, Bügel schließen, los geht's. Ja, dann können da oben mal kurz die Aussicht genießen, so ein paar Sekunden. So, da drei schon, können wir wieder weiter. Das ist trotzdem beides gleich, obwohl das eine andere eher aufgefallen ist. Das ist ein bisschen komisch. Ich glaube, nee, damit habe ich eher aufgehört als hier mit dem. Beide trotzdem gleich an. Hä? Würde mal jemand bitte die Logik verstehen? Verstehen? Dankeschön. Finale! Oh, oh. Finale! Oh.
Alte Hupe. Die alte Hupe ist ja auch noch da. Die alte. Funktioniert das jetzt nicht? Doch jetzt. Wenn hier drunter nichts ist, wie können dann die Platten runtergehen? Deaktiviert sein. Ja, dann park die doch, du Posten. So. So, ich hoffe, euch hat dieses Video auch wieder gefallen. Wenn ja, lasst auf jeden Fall einen Daumen hoch da. Hallo. Und dann sage ich, wünsche ich euch noch was. Verabschiede mich hiermit mit diesem Fahrgeschäft, das gar nicht so schlimm ist, wie ich schon gedacht habe. Ja, und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis zum nächsten Mal und tschüssi.